Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge OMSI 2, natürlich immer noch auf der KTX 10. Heute schauen wir uns mal den S-Bahn-Ersatzverkehr an und von daher, ja, das Ganze natürlich mal so richtig schön oldschool-mäßig, hier mal so mit einem Citybus O405, ja, das ist ein absolut geiles DLC, kann ich ebenfalls absolut empfehlen, heute als Gelenkbus-Variante. Ist ja bei mir nicht ganz so oft, dass wir hier mit Gelenkbussen fahren, aber ich glaube, das bietet sich hier eigentlich doch relativ gut an und von daher, ja, haben wir uns mal, wie es das immer so typisch ist, wenn die Deutsche Bahn ja hier Subunternehmer mal so einsetzt für S-Bahn-Ersatzverkehr oder sowas, das sind ja meistens immer so eine alten Teile, ja? Also diese haben sie ja wahrscheinlich noch aus dem Zweiten Weltkrieg noch mal hervorgeholt und dann, ne, damit da irgendwas fährt. Und ja, mal gucken, wie das Ganze heute dementsprechend aussieht. Wir fahren heute von der Herzallee bis nach Teltow Bahnhof. Also heute ein ganz schönes Stück. Und wieder mal, ja, haben wir natürlich keine Hilfspfeile. Wir müssen uns den Weg hier durch die Straßen kämpfen. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen geguckt, wie ich jetzt so eventuell fahre. Da wir das Ganze natürlich ohne Busbetriebssimulator oder ohne OMSI Navigation spielen, ja, ist es uns eigentlich dementsprechend freigestellt, wie wir eigentlich fahren. Hauptsache, wir kommen zur nächsten Haltestelle an. Gut, ich würde sagen, wir springen rein und werden jetzt erstmal hier als erstes, bevor ich hier irgendwas mache, erstmal Kasse wechseln. Kasse wechseln, sage ich. Toggle. Wechselst du die Kasse? Ja, Dankeschön. Denn das geht gar nicht. So. Oh nein, das war ich gar nicht. So, erstmal soweit alles hier starten. So. Man sollte auch den Schlüssel drin lassen. So. Wir haben Abfahrt, ich weiß gar nicht, über 15 Uhr oder sowas. Ja, in 43 Minuten müssen wir sowieso gleich die Zeit noch vorspulen. So, Datum, nein, Admin-Dienst anmelden. Genau. Da wir das ja alles gar nicht haben, gibt es keinen. So, Linien wechseln, Hauptmenü, gibt's nicht, Dienstende, nö. Datum, Admin, Menü, Testdruck, Datum, nö. Display-Einstellung haben wir auch nichts. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Dann machen wir das Ganze hier drüber und dann passt das. Und uns das jetzt demnächst jetzt hier einstellen. So, da haben wir den S-Bahn-Ersatzverkehr. Wusste gar nicht. Ich dachte, man kann ja auch irgendwie Ziele eingeben. Weil er uns jetzt hier halt nichts anzeigt. Aber soll uns sowieso nicht groß stören. Aber dass wir echt nichts machen können, das ist ja schon ein bisschen traurig. Naja, gut. Ich werde jetzt erstmal die Zeit mal kurz vorspulen. Das wird wahrscheinlich wieder gefühlt wieder Ewigkeiten dauern. Wann haben wir denn Abfahrt? 14.18 Uhr. Okay, 14.16 Uhr. So, haben wir jetzt genau noch. Perfekt. So. So, und hier sollen wir uns hinstellen in 10. Ab hier soll es beginnen. Und ja, also wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir können da mal gucken. Auf dem Fahrplan. Ne, das ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch Fahrplan ausgewählt. Sehen wir, Herzallee 100 in 2, 14.18 Uhr, Berlin zur Ruhiger Garten, 14.20 Uhr. Dann fahren wir S-Bahnhof Hohenzollern-Damm, S-Bahnhof Halensee, S-Bahnhof Zehlendorf, Teltow Stadt, Teltow und Bahnhof Terminus Ankunft. Und Abfahrt ist dann wieder um 14. Ja, von daher stehen wir jetzt hier aktuell. Aber es fährt leider keiner einer mit. Da sehen wir hier Linie 100. Da vorne müsste eigentlich denn N10 sein. Nee, hier ist N10. Mehrfachhaltestelle. Aber so wie es aussieht, will hier aktuell keiner mit.
Nun gut, fahren wir weiter. So, jetzt gibt es den berühmten Ladescreen wieder hier. Genau, da ist er. Ach ja. Wie berechnend doch um sie ist. Keiner mit? Los. Wollen wir mal ganz kurz gucken. Wo steht denn hier S-Bahn-Ersatzverkehr? Michelangelo-Straße blinkt hier. Ersatzverkehr U-Bahn. Ersatzverkehr. Und wir auch nicht. S-Bahn Nordbahnhof. Sind wir auch nicht. Jetzt gibt es hier gar nicht scheinbar. Wir haben einen Fahrplan, oder? Ja. Fahrplan haben wir, also wir machen eigentlich alles richtig. Nur, dass aktuell keiner einer mit uns mitfahren möchte. So, nächster Halt ist jetzt Hohenzollern-Damm. Alles klar. Na denn, würde ich sagen, los geht's. Wenn keiner mit möchte, möchte keiner mit. So, naja. Machen wir hier ins Nachhinein. Ja, wie gesagt, also der O405 ist auch absolut empfehlenswert. Solobus als auch die Gelenkbus-Variante fahren sich wundervoll. Weil man hier auch so eine kleine Modding-Möglichkeit hat, während der Fahrt hier noch mal was zu verändern. Also die rote Kasse, ja, die ja sonst immer da drin ist, die kannst du vergessen. Ne? Das ist absolut Bullshit. Also wenn du damit klarkommst, dann ist das richtig cool bestimmt, ja, aber ey. Es gab mal auf Micro Hazard TV einen Livestream, wo ich mich richtig ausgeflippt mit der Kasse. Richtig. Aber naja. Holland dann. Jetzt müssen wir uns den Weg hier so ein bisschen durchkämpfen. Weil normalerweise wäre ich jetzt hier geradeaus weitergefahren und dann rechts rum und dann immer gib ihm. So, da die Straßen aber nicht hier existieren hier auf der Karte, muss man jetzt sich ein bisschen durchschlängeln. So, ich weiß auch nicht, ob uns das Navi jetzt so schicken würde, wie wir jetzt hier gleich fahren. Aber ich denke mal, wichtig ist halt, dass wir an der Haltestelle ankommen, egal wie.
So, bleibt treu, Straße. Fahren wir ja nicht in die Karre da jetzt rein. Da müssen wir uns, wie gesagt, hier ein bisschen durchschlawenzeln hier. Und gerade Kurfürstendamm, wisst ihr ja, ne? Die ziehen hier einfach rum und dann war es, als ob es keinen Morgen gibt. Da hier, er blinkt schon mal und er fährt auch einfach. Haben wir leider keine Fahrgäste drin, ist so ein bisschen schade. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt hier Fahrgäste einsteigen, durch das zum Beispiel das gar nicht funktioniert oder sowas. Ja, das wäre natürlich dann schon ein bisschen bitter. So, jetzt muss man links abbiegen. Das ist, wie gesagt, dieser kleine Umweg, den wir jetzt hier machen müssen. Ja, naja. Wird schon so gehen. Aber ich denke mal, anders würde uns ja wahrscheinlich Omsi Navigation gar nicht schicken. Weil es aber anders gar nicht geht. Ne? Ja, ist ein Spiegel hier ab, hier, Keule. Fahr hin. Ja, jetzt haben wir hier einen Stau verursacht, scheinbar. Aber ich wusste nicht warum, weil eigentlich ist ja alles in Ordnung gewesen. Laut STVO hätte hier alles klappen müssen. Ich liebe diesen Bus, ja. Er ist großartig. Hier kommen wir jetzt gleich zu einer Stelle, die hier nicht bebaut ist. Weiß nicht, ob er das vergessen hat und es bis dato nie mitbekommen hat oder irgendwie sowas. Oder es sowieso nicht geplant war, dass man hier langfährt oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir könnten jetzt natürlich das Ganze noch ein bisschen hübscher machen, indem wir jetzt nochmal geradeaus weiterfahren würden, die nächste ist, wenn wir rechts fahren würden. Machen wir jetzt aber nicht.
fahren jetzt hier rechts, weil das sinnvoller ist. Und ja, die Stelle ist halt kahl, ne? Also wird er gleich sehen. Vielleicht ist hier wirklich ein Park oder sowas, keine Ahnung. Aber das sieht hier schon sehr, sehr leer aus. Zumal hier auch in den Seitenstraßen zum Beispiel sämtliche Laternen fehlen und alles was. Ja, hier ist gar nicht fertig gebaut. Also ich glaube, hier sollte man ursprünglich gar nicht durchfahren. Auch so eine Flecken entdeckst du hier noch auf der Karte X10. So, und jetzt sind wir auch schon am Hohenzollerndamm. Ja, war noch nicht schwer. Verstehe noch nicht, warum keiner hier mit uns mitfährt. Das finde ich ein bisschen blöd, muss ich tatsächlich hier sagen. Das finde ich nicht so schön. So, hier steht jetzt noch minus 3 und hier oben steht 0. Und sogar Verspätung, aber es will absolut keiner mit uns mitfahren. So, ich glaube, hier müssten wir jetzt recht, ne? Mal noch mal ganz kurz gucken. Ja. Hier mussten wir rechts. So, jetzt müssen wir nämlich zum S-Bahnhof Halensee. Und der ist natürlich ein bisschen, ja, auch wieder so tricky versteckt. Danach, ab danach geht's denn halt. Oh. Guck mal hier. Ja, genau, weißt du, ich bremse nochmal ab, verstehst du? Und er fängt nochmal an zu tuttern oder was? Ich glaube, es geht los hier. Und ich nehme mir extra, weißt du, so einen Gelenkbus hier, weil ich dachte, eine S-Bahn wird ja ein bisschen voller. Nichts da. Nichts da. So, ich glaube, hier war richtig. So, und damit sind wir auch schon gleich Halensee wieder.
So, genau. Ja, dann haben wir jetzt Zehlendorf, Teltow und so weiter und so fort. Also, ihr seht, ist nichts Weltbewegendes. Wir hätten auch da irgendwie aus der Straße rauskommen müssen. Da hätten wir uns jetzt aber so ein bisschen durchschlängeln müssen. Fand ich persönlich jetzt ein bisschen albern und das hätte wahrscheinlich was jetzt gekostet, ein paar Sekunden. Ja, also wäre jetzt natürlich nichts Weltbewegendes gewesen. Können Sie nicht mal die Können Sie Heizung ein machen? bisschen Nein, heizen? nein, 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 es wird nicht geheizt. Heizung ist kaputt. So, wie gesagt, also das könnt ihr euch natürlich auch, wie in der letzten Folge schon erwähnt, alles runterladen. Ne? Das ist halt eine kleine Datei, die ihr euch von OnSiWebDesk runterladen könnt. Und dann habt ihr die Schienenersatzverkehr für S-Bahn und U-Bahn. Das ist wie gesagt so ein Paket, das ist gebündelt. Ne? Einfach nur in euer Hauptverzeichnis reinkopieren. Und dann sollte das Ganze schon funktionieren. Normalerweise müsst ihr einfach bloß die Zielcodes 6 und 7 eintippen. Dann wird euch das Ganze dementsprechend halt auch richtig aufgelistet. Nicht so wie jetzt hier zum Beispiel. Und wenn ihr dann halt OnSi Navigation oder sowas fahrt, dann ja, dann wird euch das dementsprechend auch alles komplett angezeigt. Ich kenne mich jetzt natürlich hier außer hinten die Ecke. Und daher ist es jetzt nicht allzu tragisch jetzt gewesen. Ich wäre jetzt natürlich ein bisschen anders gefahren. Ja, wenn es die Straße natürlich hier nicht gibt, dann muss man sich halt erstmal so durchkämpfen. Aber im Endeffekt hat ja alles funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal nur der Linie X10 folgen, später dann die 601 und dann sind wir ja auch schon am Ziel. Ihr seht, der Fahrplan, der ist auch ein bisschen straff jetzt tatsächlich. Ja, genau, weißt du, deswegen. Ja, genau. So wie Sie Oh. fahren, machen Sie bitte die Tür auf. Ich will hier Ey, wie ich das hasse. Was wird's machen, ne? Was wird's machen? Na, ihr müsst schon selber hier aufdrücken. Wie ich das hasse, wirklich. Uns 11 Minuten Zeit gekostet.
Und die Zeit kriegen wir es ja nicht mehr raus. Da kann man heute jetzt auf den Kopf stellen. Diese selten dämliche KI, wirklich. Ärgert mich jetzt im Nachhinein, dass ich nicht hinter dem geblieben bin. Wirklich. Naja. Kann man jetzt nicht ändern. Kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Aber zumindest habt ihr gesehen, ja, also ich spiele trotzdem, ja, mit Kollision hier, also ohne geht gar nicht. Ich finde, das zeigt immer so ein bisschen, es ist hart. Das Leben als Busfahrer ist schon hart, ja, das muss man dann dementsprechend auch so widerspiegeln. Ja, und wenn die Straßen halt wirklich eng sind, dann sind sie halt eng. Dann muss halt schon so ein bisschen der Nervenkitzel da sein. Ja. Berührst du das Fahrzeug, berührst das Fahrzeug jetzt eventuell nicht und, ne, jetzt am besten leicht wieder rüberziehen nach rechts. Ja, voll. Alter. Nein. Wir wollen ja kinderfreundlich bleiben hier. Boah, wieso ruckelt das jetzt? Was ist jetzt los? Hallo? Hallo? Nun lad doch nach. Was ist denn jetzt? Irgendwas lädt ja gerade nicht. Hä? Hat der Polizei gerufen? Naja, ist mir auch wurscht. So, das war jetzt gerade das Geruckel gewesen. Wahnsinn. Oder habe ich schon wieder was berührt? Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ach, Mann. Wundervoll. Also ich habe die Polizei zumindest gerufen gehabt. Ich habe bloß mein Dings jetzt. Also ich habe jetzt kein Reparaturteam jetzt angefordert. Das ist das Einzige, was ich jetzt nicht gemacht habe. Ja, die Zeit, die geht auch mal weiter höher. Finde ich super. Ach, Mann. Ärgert mich das. Das Schlimme ist, dass ich ohne Schuld gewesen wäre. Wahrscheinlich. Wenn es jetzt wirklich jetzt echt jetzt einen Unfall gegeben hätte, wäre ich ohne Schuld gewesen. Weil ich auf der linken Spur gefahren bin und nicht auf der rechten. So, aber da er ja für mich da signalisiert hat, dass er jetzt einen Parkplatz sucht, ne, mit dem Blinken, muss ich natürlich ausweichen. Und wenn er dann nach rechts blinkt und nach links zieht, ist das doch nicht mehr mein Problem. Oder sehe ich das falsch? Nö, ne? Komm besser weg.
Alter, die Verspätung, ne? Das ist Wahnsinn. Tja, schon ein schöner Weg hier eigentlich, ne? Ach Mensch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen gerade, muss ich sagen. Ein bisschen sehr sogar. Hier hätte man da auch hinfahren können, noch zum Oskar-Helene-Heim hier. U-Bahn. Schön weiträumig Platz lassen hier. Boah, ja, sind wir jetzt gleich da. Neue scharfe Straße. Die waren ja auch spannend da. Den LKWs da. Was willst du da machen? Was würdest du da machen? Oh ja, stimmt. Ja, komm, fahrt einfach.
Tja. Aber wie gesagt, hätte ich gewusst, dass hier jetzt wirklich so wenig Leute einsteigen, hätte ich mir so einen kleinen Bus jetzt geschnappt. Der große ist ja eigentlich total unwichtig. Da hätte man das Ganze nochmal irgendwie anpassen müssen. Er hat aber auch extra in dem in der README reingeschrieben, dass er an der Karte nichts verändert hat, groß. Er hätte ja auch ein bisschen was verändern können. Ja, also da kam irgendwie nichts. Wahrscheinlich konnte er deswegen auch dann dementsprechend nicht mehr Menschen einstellen oder sowas. Aber gerade bei S-Bahn, ihr wisst selber, ihr wart selber schon mal wahrscheinlich im Maschinenersatzverkehr gewesen. Gerade wenn es so S-Bahn ist, die sind meistens immer brechend voll, die Busse. Und die fahren vielleicht dann alle im 10-Minuten-Takt oder 5-Minuten-Takt. Naja, da hätte. Und die sind alle voll. Wenn man jetzt natürlich keiner hinten rumgerauscht, ja, dann wäre es vielleicht was anderes gewesen. Aber dann wäre es auch vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Leute gewesen. Rathaus Seelendorf hier. Was war das denn? Da hat es geknallt. Immer komme ich zu spät, genau. Das liegt cool, wirklich. Forum Zehlendorf. Nee, das ist da gar nicht. Forum Zehlendorf, oder? Nee. Also da hast du jetzt hier vorne auf jeden Fall an der Ecke hast du jetzt ein Aldi drin. Ne, 35. Die 35 ist nämlich davor. Ja, also die Hausnummer 35. Die ist hier nämlich die 35. Ja, ist doch genau das gleiche. Hier hast du ein Aldi jetzt in der Ecke drin. Da hast du ein Juwelier. Hier hinten hast du ganz viele Einfamilienhäuser und so weiter und so fort. Wo haben wir denn jetzt? Teltow-Stadt. Teltow-Stadt. Na, jetzt haben wir jetzt ein paar Menschen drin. Toi, toi, toi. Vielleicht wird uns ja mal kein Auto irgendwie in die Karre. Das wäre ja fantastisch. Ist das jetzt echt dein Ernst? Jetzt, da fehlt mir jetzt so gerade so ein bisschen so, weißt du? Ich sag's gerade noch. Ach Mensch, Leute. Nee, ich muss jetzt so lange warten, bis wir jetzt Teltow-Stadt sind. Heute steht die Karte unter keinem guten Stern hier mit mir. Ja. Ja. Mega Fail, würde ich sagen. Aber es sind auch keine Unfälle, wofür ich weiß, was kann. Also,
Also ich sehe es jetzt nicht ein, dass man mir jetzt da für die Schuld jetzt in die Schuhe schiebt. Ja, mal ganz ehrlich. Das war jetzt vielleicht meine Schuld, ja, dass der jetzt mal aufgerutscht wäre. Weil ein bisschen zu schnell war. Aber okay. Ja, aber also das andere sehe ich nicht ein. Die ganzen beiden Unfälle sehe ich nicht ein. Fährt der mir frontal in die Karre? Das ist eine Fahrt des Grauens. Auch die Zeit echt nicht mehr rausgefahren, ne? Also kannst du machen, was du willst, ey. Ich fahre schon mit fast 70. Nee, wollen ja eh alle raus. Ist eh wurscht. Es ist aber auch verdammt eng hier. Alter Vater, das ist bestimmt ever die schlimmste Folge. Ich glaube, die ich jemals abgedreht habe. Aber ganz ehrlich, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ich habe keine Lust zu. Habe ich keine Lust zu, das Ganze jetzt nochmal zu machen. Fällt es besser, dass er uns jetzt in die Karre reinfährt. Der merkt wahrscheinlich selber, wie heute keine Lust mehr. Mann. Also es ist ja wirklich ein riesen Fahrweg. Ich wusste gar nicht, dass es so lange dauert hier. Was? Wir sind bei 46 Minuten. Hallo? Das darf doch nicht so lange gehen. Jetzt wird es wieder nicht grün. Das, Leute, das kostet alles Zeit. Ey, das ist aber auch. Also, diesmal hätten wir wirklich in diesem Video so einen Unfall-Counter reinmachen können. Ja? Zwei unverschuldet, einer war jetzt leider verschuldet gewesen, weil ich jetzt mich gerade ein bisschen erschrocken hatte, weil es doch irgendwie dann gefühlt ziemlich eng war mit dem Doppeldecker.
weil ich dann halt im Spiegel geguckt habe, habe ich natürlich dann auch dementsprechend in die Richtung gelenkt und habe natürlich das eine Auto komplett kaputt gemacht. Pardon, tut mir leid. Aber naja. Ist eh wurscht. Die Folge, die hat es absolut in sich. Nehmt das bitte nicht als Maßstab hier. Ja, also das ist hier schon... Das könnte schon so fast in so eine Rage-Folge hier enden noch. Wer weiß, was noch auf uns alles zukommt. Jetzt wisst ihr, warum ich keinen Gelenkbus fahre. Ich bringe nur Unglück. Ja, ja. Die dritte Meldung. Geil. So, wenn jetzt hier jemand rüberläuft, dann ist sowieso vorbei. Weißt du, das sind doch diese Sprüche, die du brauchst, so, weißt du? Das sind so die Sprüche, die du brauchst jetzt. Nee, die gehen doch mal so, so richtig. Hallo. Schön, weißt du, so ein Kick. Ist hier der 18er oder ist das, also ich bin der Meinung, dass da einer mindestens fehlt. Ach Mann, ist schon wieder rot. So. Teltowstadt war jetzt. Oh, jetzt haben wir tatsächlich nur noch Teltow Bahnhof und dann war es das. Dann geht diese Horrorfolge zu Ende. Und dann will ich jetzt erst mal ein paar Stunden kein Omsi mehr sehen. Kein Omsi mehr. Wahnsinn. Alter Falter. Zieh einfach rum, weißt du? Ich fahre mit 70 lang, Alter, die Zeit, die wird immer mehr. Omsi Markt.
das war eine Folge heute, Leute. Also fällt mir tatsächlich nichts mehr einmal dazu sagen, so, außer dass es mir leid tut, dass ihr mal so eine Fahrkunst hier von mir mal sehen müsst. Im Normalfall hätte ich das Ganze jetzt weg, weißt du, wäre jetzt in die Tonne geflogen. Aber nö, das bleibt mal, das bleibt. So, hier haben wir den Bahnhof. Und damit machen wir die Sintflut. Mach mir die Sintflut hier. Raus, raus, raus. Kein mehr Sinn hier von euch. So, aber ich werde mir das auch sparen, da jetzt um die Ecke zu fahren. Leute, Mann. Ja, was soll ich sagen? Außer, dass es mir leid tut, dass ihr, wie gesagt, mal so eine Fahrkunst von mir sehen müsst. Normalerweise bin ich immer professionell unterwegs, aber diesmal wollte das irgendwie nicht so ganz. Diesmal hat die X10-Karte mit mir, ja, nicht gut gemeint. Also insgesamt 3 Unfälle ist eigentlich in der Regel bei uns nicht Standard. Also das ist schon mehr als nicht Standard. Falls ihr jetzt vielleicht das erste Mal dabei seid oder sowas, ja. Ist normalerweise nicht der Standard. Guckt euch die anderen Videos an, dann wisst ihr, was ich meine. Aber wie gesagt, diesmal wollte das nicht. Und ja, was soll ich sagen? Oh, cool, man kann sogar jetzt aufmachen. Tatsächlich sehe ich das jetzt erst zum ersten Mal. Aber man kann ihn da jetzt drücken, schade. Schon die Sicherung rausziehen oder sowas. Ja Leute, das ist das, was ich meine halt, ja, warum dieser DLC ziemlich cool ist. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Oder mal, um mal ein bisschen zu zeigen hier, was man hier alles machen kann. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Nimmt es mir vielleicht nicht ganz so übel. Nächstes Mal wird es dann hoffentlich wieder doch ein bisschen professioneller. Aber versprechen halt natürlich nichts, ne? Wer weiß, wo wir unterwegs sind. Vielleicht sind wir ja Metropole Ruhr unterwegs oder sowas, ne? Die fahren ja da auf, wie sie wollen alle. Von daher verabschiede ich mich hier, bedanke mich, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.